Ja, seid herzlich gegrüßt heute noch zur Heuschrecke Shalabhasana oder aber Ardha Shalabhasana, das ist dann die halbe Heuschrecke. Darauf kannst du zurückweichen, wenn du Probleme hast mit dem unteren Rücken zum Beispiel oder wenn es dir zu anstrengend erscheint, ja, mit beiden Beinen nach oben zu kommen, während du deinen Oberkörper unten hältst. Für die volle Heuschrecke ist es so, dass wir quasi eine Faustbildung benötigen, die wir unter den Körper ausrichten. Dein Kinn bleibt noch abgelegt auf der Matte. Und wenn du einatmest, hältst du den Atem an und hebst dann beide Beine während der Anhalt. Und wieder aufatmen. Beide Beine wieder senken. Also dabei ist es so, dass du mit dieser Faustbildung Druck aufbaust gegen die Matte. Und dadurch, dass du auch noch anhältst, ist ja die Bauchdecke mit Luft gefüllt und initiiert ja dadurch auch nochmal so eine Zusatzqualität an Druck, sodass man die Beine vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben an abheben kann. Dabei ist es so, dass die Beine erst zurückziehen und dann anheben Richtung Himmel. Halte auch nur so lange, wie es geht und mit der Ausatmung lässt du dann wieder los. Das kannst du ein paar Mal dynamisch praktizieren oder auch lange anhalten. Gut, wenn das für dich zu unangenehm erscheint, wie gesagt, können wir auch die halbe Heuschrecke aufbauen. Und dafür fangen wir mit dem linken Spielbein an. Das heißt, das linke Bein wird zuerst angehoben, weil dadurch nämlich Druck entsteht auf die rechte Dickdarmhälfte, die auf der Seite nämlich aufsteigend ist. Absteigend ist sie dann auf der linken Hälfte und wenn wir dann rechts anheben, baut es Druck auf die linke Dickdarmhälfte. Und so gehen wir quasi der Dickdarmbewegung nach und helfen somit diesem Effekt, dass diese Übung verdauungsfördernd ist. Okay, dann zeige ich das erstmal zu einer Seite. Auch hier wieder, du kannst wieder in die Faustbildung gehen, musst du aber nicht. Es reicht auch, wenn du die Arme neutral neben dem Körper ausrichtest. Dann stellst du den rechten Fuß so auf, dass du dann quasi gleich das Spielbein abfangen kannst. Kinn bleibt aufgelegt, versuch trotzdem hier so gut wie möglich mit den Hüftknochen auf einer Ebene zu sein. Und dann lässt du das Spielbein wieder ausgleiten. Genau, bei der Übung ist es genauso wie mit der vollen Heuschrecke, dass du Atem, also einatmest, den Atem anhältst, abhebst oder das Spielbein dann anhebst in dem Fall. Und dann mit der Ausatmung wieder löst. Und so machst du es dann auch zur rechten Seite. Also es ist wichtig, einmal links und einmal rechts zu machen. Ich drehe mich einmal dafür um. Dann haben wir automatisch das rechte Spielbein. Ich zeige euch das jetzt mal mit der Faustbildung. Links dafür jetzt diesmal aufstellen und rechts dann quasi unterstützen. Und wieder ausatmen. Ja, wie gesagt, da kannst du wirklich für dich schauen, was ist angenehmer. Erstmal mit der halben Heuschrecke anfangen und vielleicht später mit der vollen Heuschrecke abschließen oder weitergehen. Ja, da wünschen wir euch auch damit sehr viel Spaß und auch mit der Lektionsstunde 9. Ade, tschüss.